Musikalische Highlights hatten wir ja einige in den letzten Tagen in Österreich. Herbert Grönemeyer zum Beispiel vorige Woche in Salzburg, dann noch Rock in Vienna am Wochenende mit Rammstein oder Iron Maiden. Und dann war da noch sie, Kim Wilde. Die Ikone aus den 80ern hat Burkersdorf gerockt und die Seitenblicke, die waren backstage mit dabei. Unverkennbar, blondierte Mähne, rote Lippen. Kim Wilde blieb ihrem Stil auch 35 Jahre nach ihrem ersten großen Welthit treu. Mittlerweile ist die Ikone der 80er, die mit Michael Jackson oder David Bowie auf Tournee war, 55 und weiß nach ihren vielen Reisen rund um den Globus genau, was sie will. Ich weiß, dass es in Österreich tolles Essen und fantastische Weine gibt. Darauf freue ich mich immer. Nach dem Konzert werde ich gleich nochmal zuschlagen. Manchmal ist es toll, Kim Wilde zu sein. Sie hat gesagt, sie möchte gerne einen Wiener Schnitzel haben mit Kartoffelvogelsalat, Champagner. Das haben wir geliefert und damit war sie glücklich. Und jetzt gibt es noch einen Marillenkuchen. Kim Wildes Hits sind bis heute Gassenhauer. Das war eigentlich die Zeit, wo ich angefangen habe, da bin ich auch schon teilweise in die Disco gegangen. Als Radsportler hast du nicht so viel Zeit gehabt, vorzugehen, aber das ist eine Musik, mit der ich definitiv aufgewachsen bin. Als Mann ist man ja eher an den tieferen Werten interessiert, dass ich mir überhaupt nicht interessiert, dass sie fantastisch ausgeschaut hat, dass sie so der unerreichte Bubentraum war, das hat mich zum Beispiel überhaupt nicht interessiert. Ich habe eher nach der Lyrik in ihren Texten gesucht. Richtig, also auch als Mensch hat sie mir sehr gefallen. Obwohl ich in Oxford war, sie in Cambridge. Also unser Englisch war nicht so perfekt aufeinander abgestimmt. '81 schaffte Kim Wilde damit ihren Durchbruch. Heute ist sie Mutter zweier Teenager, die übrigens auch ins Musikbusiness drängen. Mein Privatleben unterscheidet sich total von dem hier. Ich verbringe viel Zeit in meinem Garten und in der freien Natur, wenn ich nicht auf der Bühne herumspringe. Aber das ist eben das Yin und Yang in meinem Leben. Mein Rat an alle, geht in die Natur, das erdet euch. Es war deine Zeit, oder? Charmanter Kerl, war meine Zeit und ich habe Kim Wilde geliebt. Du kannst dich kaum an sie erinnern, oder? Tolle Frau. Schönen guten Morgen in dieser Woche aus dem Innviertel. Wir sind heute in Höhenhardt zu Gast und dieser Ort stellt sich in Kürze gleich vor. Und wir schauen auch in unser Morgenpostfach und vielleicht sind Sie ja heute im Rennen dabei, wenn es um unser EM-Package am Ende dieser Sendung geht.